Los geht's. Philipp Lahm. Philipp Groß, schöner Ball. Da ist Lahm. Und da ist das 1:0 in der 6. Minute. Eine herausragende Vorarbeit von Toni Kroos. Da lächeln sie zurecht. Ist dann die einfache Übung, die Vorbereitung. Das war das Sahnehäubchen auf diesem Tor. Und Toni Kroos ist zu Recht ein, wenn nicht der Liebling von Jürgen Klinsmann. Nächste Gelegenheit, Miroslav Klose, kein Abseits angezeigt. Den Trick hat Olleshausen erkannt. Anisaro. Gute Aktion. Folgend und Rensing. Eine gute Tat. Das wird ihm gut tun. Aber hier nochmal diese gute Szene. Klasse. Weiter geht's. Anisaro wieder. Abgefälscht. Mit einer 1:0-Führung im Rücken sollte man sich nicht auskontern lassen von Drittligisten. Gute Aktion jetzt, zwei dicke Chancen für Anisaro. Bisher mit einem Tor der einzige. Auswald. Anisaro wieder. Schön abgelegt. Reingelegt, da ist das Tor! Nach 22 Minuten das 1:1. Rot-Weiß Erfurt hat sich zurückgemeldet. Noch einmal Anisaro, schön mit der Brust rausgelegt. Bockenbach, das Silber, vernascht Van Beuten. Und Lucio hat Anisaro aus den Augen gelassen. Das 1:1. Der Drittligist hat sich nach der frühen Führung für die Bayern nicht zurücklaufen lassen. Und der Gegenzug. 2:1 für Bayern, aber Vorsicht, denn der Linienrichter, der Schiedsrichterassistent hat Abseits angezeigt. Und die Erfurter haben sich da ablenken lassen. Jetzt gibt es Aufregung. Schauen wir nochmal hin. Das ist Klose, der da im passiven Abseits steht. Eine korrekte Entscheidung, er greift nicht ins Spiel ein. Aber natürlich vom Schiedsrichterassistenten eine unglückliche Aktion, so früh die Fahne zu heben. Normalerweise muss der Schiedsrichterassistent länger warten und dann entscheiden. Also Schiedsrichter Florian Mayer hat alles richtig gemacht. Einsatz von Jutt gegen Lell. Bunyaku! Das gibt's doch gar nicht! 47. Minute, 2:2, Carsten Baumann wechselt eben mal aus und wechselt den Torschützen ein. Was für ein Comeback für den 24 Jahre alten Schweizer. Zweikampf von Jutt und Lell. Das hat Meier weiterspielen lassen und jetzt vorne Anisaro im passiven Abseits. Und Bunyaku schneller als Van Beuten, 2:2. Wir haben ihm nicht zu viel versprochen. Es geht so weiter wie in der ersten Hälfte. Ein packendes Pokalspiel. Und die Erfurter lassen sich hier nicht kleinkriegen. Groß, Vorteil. Gegen Schnetzler. Schön umgelegt. Seroberto und da ist es, Miroslav Klose. 57. Minute. Die Bayern gehen zum dritten Mal in Führung. Hier die gute Vorarbeit von Philipp Lahm. Olleshausen, kein Vorwurf, lässt da den Ball abprallen. Und Klose, die Stürmer immer im Vorteil, wenn es um den Abstauber geht. Minute, der Joker sticht ein zweites Mal. Erfurt
hat auch den dritten Rückstand wettgemacht. Egal wie das hier ausgeht, Michael Rensing ist bedient. 3 Gegentore im ersten Spiel als Nummer 1. Egal wie das ausgeht, höchsten Respekt vor diesen Erfurtern. 3-mal liegen sie zurück gegen den FC Bayern München und sie schlagen wieder zu. Klasse gemacht, ein Top-Torjäger. Cannizzaro, der Torschütze zum 1:1 mit der Vorhand. Da sind sie wieder. Dennis Wolf. Links ist nicht sein starker Fuß. Van Bommel, C. Roberto, kein Abseits. Da haut sie ihn um. Bayern spielt den Ball nicht raus. Olleshausen. Schweinsteiger. Podolski, Schweinsteiger. Legt er sich den um auf den rechten Fuß. Glück für Erfurt. Boldi auf Schweini. Hier hat nicht viel gefehlt. Noch 12 Minuten. 11 Minuten noch. Sonst geht's in die Verlängerung. Groß. Rechts Lell. Nachschuss Groß. 80. Minute. Zum 4. Mal gehen sie in Führung. Der Schuss von Lell, die Parade Olleshausen. Aber Groß kriegt den Ball auf den Schlappen. Und da war es perfekt. Und es war wieder ein Nachschuss, der zum Tor führt. Und sie geht zum 4. Mal in Führung. Und wenn dann FC Bayern 4-mal in Führung geht. Aber lassen wir das, denn Erfurt ist oft zurückgekommen. Nochmal Lell. Olleshausen und dann perfekt mit rechts. Dem Torwart kein großer Vorwurf zu machen. 4:3 für Bayern München, noch 10 Minuten. Können die Erfurter noch einmal zurückschlagen? Noch nicht, vielleicht gibt es noch mal eine Gelegenheit. Dennis Wolf! Das gibt's noch nicht! Die Riesengelegenheit für Massimo Cannizzaro. In der 90. Minute. Tohuwabohu nach dieser Ecke. Und so sehen Sieger aus. Man kann es gar nicht glauben. Dennis Wolf, Rensing dazwischen. Und dann kann er den Ball nicht und den Schuss nicht richtig kontrollieren. Podolski. Van Bommel ist da mitgegangen, aber er entscheidet sich für die sichere Variante. Da ist der Abpfiff. Alle Vereine der ersten Liga sind weiter, auch die Bayern. Es war nicht ganz so wild wie in Burghausen vor einem Jahr, aber es war ein verflucht hartes Stück Arbeit. Ein toller Pokalabend.